So, Freunde der Spielkultur, wir fangen jetzt an mit der Kampagne zu Halo Infinity. Was lange währt, wird endlich gut. Ich habe ja schon Multiplayer schon viel gespielt und fand den Multiplayer schon sehr rund und sehr sauber. Aber lass uns nicht so viel reden, lass uns einfach ein neues Spiel starten. Möchte ich heldenhaft spielen? Oder normal? Ich will heldenhaft spielen. Das muss sich schon lohnen. Schilde aktivieren ist ja, haben wir ja noch gar keine eingesammelt. Und dann kommt ja bestimmt erstmal ein Intro. Countdown. 3, 2, 1. Karte lädt. Ach so, ich dachte schon. Witzig, dass der das als Offline erstmal angeht, weil die Koop-Kampagne funktioniert ja noch gar nicht. Meines Wissens nach. Sagst du Hi? Und zeig Daddy, wie groß du bist. So groß? Gut, und jetzt sing? Bisschen in der Grube. Schön gesungen. Und jetzt, du fehlst mir? Fehlst mir. Und hab dich lieb? Ich lieb Daddy. Und, ja gut. Sagst du, wir sehen uns bald? Wir sehen uns bald. Okay, und jetzt... Signal verkannt. Kennungsdaten verbündet.
Hier spricht UNSC Pelican Echo 216. Hören Sie mich? Hier spricht UNS... Anscheinend sind die Energiezellen durch. Panzerung stillgelegt. Überlebensmodus aktiv. Ich versuche, ihn zu umgehen. Okay. Falls Sie mich da drin hören. Ich hoffe, Sie sind bereit. Bitte nicht sterben. Bitte. Nicht. Sterben. Zurück, Chief. Ich habe den Rest Energie in Ihren Anzug geleitet. Ich sehe einen Fehler auf der Kalibrierungsmatrix, zumindest halte ich das für eine Kalibrierungsmatrix. Okay, dem Licht folgen. Hochsehen. Ach, der Klassiker. Und jetzt runter. Sieht gut aus. Jetzt mal rechts. Fehlt nur noch links. Visierdaten und Motorik scheinen zu funktionieren. Aber es gibt wohl ein Problem mit den Servos in Ihren Händen. Bewegen Sie sie. Ganz ruhig. Sie waren eine ganze Weile da draußen. Irgendwo hier drin war doch was für eine Diagnose Ihrer Panzerung. Hey, ganz ruhig, Großer. Sie sind... Lagebericht. Lagebericht? Was? Sie sollten das hier sehen, Chief. Es ist aus. Wir haben verloren. Für uns gibt es hier nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wo hier ist. Nein. Nein, 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 nein. Nicht Sie. Nicht schon wieder. Wir müssen fliehen. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe? Mehr habe ich nicht. Das genügt. Moment mal. Was haben Sie jetzt vor? Improvisieren. Tür schließen. Vor allem. Das war 6 Minuten Intro. Wir sitzen hier fest. Sie haben eine Kugel gegen eine ganze Armee. Was wollen Sie allein ausrichten? Ich sag doch. Es wird reichen. Sehe ich. Strahl hoch. Wir sind geliefert. Die Batterien sind Ihr Job. Ich verschaffe uns Zeit. Haben es
läuft. So, ich hoffe, es läuft alles sauber. Weil ich konnte natürlich vorher nicht testen, wie es in der Kampagne ist. Durch Scannen werden deine aktuellen Ziele und die zugehörigen Wegpunkte sowie Waffen, interaktive Objekte und Sammelgegenstände in der Nähe angezeigt. Was jetzt? Solange der Stasestrahl aktiv ist, hängen wir fest. Stasestrahl, Waffen, alles. Aber wie kommen Sie zurück? Mir fällt schon was ein. Aber es scheint erstmal gut zu laufen. Erste Scans ergebnislos. Trupp entsenden in Hangar 1. Der Greifhaken ist ein verschießbarer Haken, der sich an Gegenständen befestigen lässt. Nutze ihn, um dich an Gegner und schwer erreichbare Orte heranzuziehen. Aufnehmbare Gegenstände werden zu dir herangezogen. Ein Symbol neben dem Fahnenkreuz zeigt an, wenn das Ziel sich in Reichweite befindet. Den kennen wir ja auch schon aus dem Multiplayer, den Haken. Eliminiert alle Überlebenden. Eliminieren! Chief, was auch immer Sie vorhaben, bitte schnell! Seid doch entspannt. Jemand muss die Brutes informieren. Nix Brutes informieren. Grüner Mann ist hier. Wir haben ja schon im ersten Timer gemeckert. Ach so. Ja, okay, das kannst du im Multiplayer nicht machen, die Dinger aufsammeln. Und wir fliehen nicht vor falschen Götzen. Wir stehen zusammen. Das Hologramm. Ach, Atriox, du bist diesmal dran. Atriox. Er führte den Angriff auf die Infinity. Er suchte nach irgendwas. Er hat alle getötet. Ich weiß. Ich traf ihn. Wer sich übrigens für Halo Wars 2 interessiert, das habe ich auch komplett Let's Played auf dem Kanal damals. Fand es eigentlich sehr gut umgesetzt. Aber leider. Moment, habe ich die. Nee, da bin ich dagegen. Seine Taten inspirieren uns. Kein Propheten mehr, kein heilige Lügen. Wir spielen zusammen. Nein, nein. Fluss. Wir sind sein Wille. Sein Vermächtnis. Wir sind die Verbannten. Unmöglich. Deine Augen täuschen mich, Bruder. Er ist genau jetzt an Bord der Gerade. Wir müssen den Kriegshäuptling. Das ist doch nicht. Aber es ist wirklich so, es wirkt vom Rennen langsam. Aber das, glaube ich, war schon immer bei Halo. Der Master Chief kommt einfach nicht vom Fleck. Kapazität erreicht. Einsatz in Kürze.
Faktor 256. Einsatz in Kürze. Aufpassen, ist ja der höhere Schwierigkeitsgrad. Letzte Vorbereitungen beginnen. Landungsschiffe, das ist eine Invasion. Wie sollen wir nur dagegen ankommen? Die haben doch schon gewonnen. Vielleicht sind hier draußen nur noch wir zwei übrig. Dann gibt es Hoffnung. Mein Gott, das hat kurz nachgehakt. Ach, Granaten, endlich. Nenn mich so. Aha, wir haben die Pandemie in 2012 überstanden, die Menschheit. Dann überstehen wir auch das hier. Dum-dum-dum. Gab's nicht zwischendurch Frieden mit den Aliens? Auch wenn ich jetzt nicht der große Lore-Kenner bin, der Frieden zwischen der Menschheit und der Allianz der Aliens sollte, glaube ich, immer noch vorhanden sein, weil es handelt sich, glaube ich, hierbei auch in Halo Wars 2 ja um eine Splittergruppe, die den Frieden halt nicht gut heißt und halt Ärger macht. Ja, das, was Bierfass sagt, nur mit den Eliten ist halt Frieden. Ja, die Modelle sehen schon echt sauber aus, ey. Aktive Munitionskiste, um die Munition für deine Waffen und den entsprechenden Munition aufzufüllen. Ich hoffe, dass ich relativ schnell das taktische Gewehr finde. Lade ich mal eben auf. Aber schön, dass ihre Helme so wegfliegen. Wenn auf den Kopf schießt. Lehe um dein. Aber irgendwie war der Waffensound im Multiplayer ein bisschen knackiger. Ja,
Ach, du wirst nachher noch sehen, wie schön Halo ist, wenn wir in die Open World kommen. Im Multiplayer gibt es ja nicht viel zu sehen, weil die Karten halt relativ klein gehalten werden. Auch in, sag ich mal, die 12er Matches, die 24er Matches, also 12 gegen 12. Sind die Karten recht überschaubar. Aber es ist halt bei Halo der Multiplayer schon immer so war. Ups, scheiße, ich Idiot. War es das wirklich so einfach? Ja, leider war es gerade so einfach, weil ich ein Idiot bin. Aber ich denke mal, ja. Checkpoints werden jetzt nicht böse gesetzt sein. Mir wird die Ehre zuteil, dich zu töten. Ich sollte wirklich ein bisschen entspannter sein. Weil ich wollte ja auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Es wird nicht so schlimm werden wie Halo 2. Halo 2 ist einfach wirklich das absolute Abfuck-Hass-Spiel, was den Schwierigkeitsgrad angeht, auf höheren Stufen. Sehr gut, das habe ich gesucht. Die Stunde naht. Schon bald werden die Verwandten den Sieg erringen. Atriox, höre diese Worte. Über dieses Leben hinaus wird dein Wille geschehen. Deine Truppen besetzen den Ring. Und schon bald steht er unter unserer Kontrolle. Die Menschen werden niederknien vor deinem Erbe. Sie werden brennen. Von ihrem dreisten Widerstand bleibt nichts als Erinnerung. Wir haben ein neues Problem. Wir? Wir müssen hier verschwinden. Ich arbeite dran. Bitte schneller. Der Pelican ist gleich an Bord und hat immer noch keinen Saft. Die dürfen mich nicht kriegen. Au, au. Hör auf. Das ist mal eine... Danke, Kings Ritter, für dein Prime. Weg! Willst du mich erleben, Mensch? Geht so. Du eine Lehrerin. Ist sonst keiner da? Gib es doch nicht, ey. Schade, aber wir lassen nicht lang. Der schießt eine Salve auf mich und bin eigentlich so gut wie tot. Ich bin stark. Was wehgetan haben.
tot, nützen sie mir nichts schief. Zu mir. Ich habe die Menschen gefunden. Das endet, Granate. So. Ja, ich wollte ihm auch eine Plasmagranate anheften, hat es aber nicht so gut funktioniert. Weil er mich einfach auf Distanz so sehr geärgert hat. Es ist gesperrt. Erfordert einen Hack. Okay. Und können Sie das? Nein. Neuer Plan. Das Schiff hochjagen. Sie wollen das Schiff zerstören? Mit uns an Bord? Ich werde hier drauf gehen. Es verlaufen Kühlleitungen zu den Hauptantrieben. Und? Ich heize uns etwas ein. Mal ganz kurz eine Änderung machen. Weil ich dachte, der Sound würde halt so extrem sein, aber ist der gar nicht. Wir machen lieber den komprimierten Modus. Unglaublich, ey. Kippt eine Granate an dir, ist das Spiel schon wieder rum für dich als Lebender. Es verlaufen Kühlleitungen zu den Hauptantrieben. Und? Ich halte uns etwas ein. Ja, ich hab dich gehört. Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller. Ich sehe sie schon. Brutes. Die Kampfzwerge. Die warten. Retten Sie mich. Bitte. Ich töte dich mit Feuer und Stahl. Ein Kampf. Muss Deckung suchen. Achtung, Beschuss. Seht das noch einer? Keine Lust mehr auf euch zu warten. Sie die Maschinen, Chief. Vielleicht überleben wir. Let's go!
Oh, das geht in der Nähe nicht verfügbar. Erledigen Sie erst die Verwandten. Ding, 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 ding. Ach, sie sind so einfach dämlich, ey. Wie kann er mich immer so ein bisschen an Toadwart von früher von Gummibärenbande? Sind jetzt alle tot?